Herzlich willkommen zu Fallout Shelter auf der Nintendo Switch. Das ist ein kleines, ich würde mal sagen, Smartphone-Game oder Mobile-Game. Und ja, auf der Nintendo Switch ist es eigentlich ganz witzig. Zur Ankündigung von Fallout 76, glaube, wurde es veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt. Und in Fallout Shelter geht es einfach darum, man baut sich einen kleinen Bunker zusammen und muss Überlebenden ja Schutz gewähren, für Vorräte sorgen, auf Mission schicken etc. Und ich habe das schon mal privat gespielt, Vault 993 habe ich gemacht. 34 Bewohner und 16 Räume. Man sieht da in der kleinen Ansicht, wie weit ich ungefähr gekommen bin. Ich werde jetzt aber heute eine neue Vault anfangen, die bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Und dann werde ich euch danach die andere Vault, die ich privat gespielt habe, mal zeigen. Und ja, das wird ein kleines Angespielt. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe mit YouTube 2017 angefangen. Also nenne ich die Vault jetzt einfach mal 017. Vault 017. Ja. Überlebensmodus. Wichtiger Hinweis von Vault-Tec. Wir haben festgestellt, dass du an unseren härtesten und gefährlichsten Sozialexperiment teilnehmen willst. Dem Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist deine Vault tödlicheren Gefahren ausgesetzt. Der Bedarf an Ressourcen ist größer und du kannst keinen toten Bewohner reanimieren. Und du hast diesen Weg einmal eingeschlagen, gibt es kein Zurück mehr. Da die Zeit für ein umfassendes psychologisches Gutachten nicht ausreicht, geht Vault-Tec davon aus, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist und dir sämtliche Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst sind. Viel Erfolg, Aufseher. Okay. Gut zu wissen, wir werden aber nicht im Überlebensmodus starten, weil ich will ja nur ein kleines Angespielt machen. Ja, Glückwunsch, Vault-Tec hat dich zum Aufseher von Vault 17 ernannt. Sehr gut. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und ich zeige euch, wie das soweit funktioniert. Eigentlich ist das Spielprinzip recht simpel gehalten und kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben hier 7 Neuankömmlinge, was ja schon mal richtig viel ist. Unser Bedarf ist noch gar nicht vorhanden, quasi. So. Wir haben 730 von den Dingern. Ja. Und wenn ich jetzt mal rauszoome, sieht man, wie breit es ist. Nein, wir wollen uns nicht die Steuerung angucken. Das ist die Vault-Tür, die kann man aufwerten, wenn man will. Und dann haben wir Aufzüge, da die werden benutzt, damit die Bewohner die einzelnen Ebenen erreichen können. Und wir haben hier ein Baumenü, womit wir Baracken, Generator, Diner, Wasserbehandlung etc. bauen können. Je nachdem, nach Einwohnerzahl können wir halt immer mehr bauen. So. Erstmal natürlich, wir müssen Generatoren, Diner und Wasserbehandlung bauen, weil das die Grundbedürfnisse unserer Bewohner sind. Das heißt, ich baue jetzt hier schon mal einen Generatorraum hin. Ja. Dann baue ich unten drunter, Moment, hier baue ich einen Diner hin. Und die Wasserbehandlung baue ich auch unten drunter. Das mache ich, weil man später insgesamt, ich glaube, 3 Räume nebeneinander bauen kann. Und die so effektiver sind, wenn sie nebeneinander gebaut sind. So, dann haben wir hier. Die einzelnen Charaktere haben verschiedene Werte. Das sieht man bei den Special-Werten. Und für die verschiedenen Räume werden verschiedene Werte benötigt. Zum Beispiel, Generatorraum braucht S, Diner braucht A und Wasserbehandlung braucht P. Man muss gucken,
Hier zum Beispiel der Ralf Scott, der hat als höchsten Wert S. Deswegen ist es am sinnvollsten, wenn wir ihn bei S reinpacken. Also, ganz vergessen, wir müssen erstmal Baracken bauen, damit wir überhaupt Bewohner aufnehmen können. Deswegen, wir bauen jetzt mal die Baracken hier hin. Da, wo das A ist. Dann können wir in die andere Richtung drei Baracken nebeneinander bauen. So. Dann machen wir das jetzt mal hier. Jetzt können wir ihn reinpacken. So, den ersten haben wir. So, dann haben wir hier A. A3 läuft. So, abgeschlossen. Müssen wir mal gucken, B. Jetzt haben wir schon... Hier sieht man kleine Quests, was man die verschiedenen Sachen, die verschiedenen Ziele, die man machen oder erreichen kann. Und hier durch die Bewertung kann man auch nochmal Kronkorken dazu bekommen. Einmal pro Tag wird man bewertet. So, dann gucken wir mal. Wir haben, ich glaube, nicht mehr Platz. Aktuell. Achso, aktuell haben wir Platz für 8 Bewohner. Das heißt, wir können alle verteilen. Gut. Hier haben wir S2, A2 und P1. C2. Gut, packen wir bei deiner rein. Müssen wir hier mal S2, P2, P3. Packen wir bei, Wasser rein. Nach oben. Dann haben wir hier C. Dann bietet sich das natürlich bei den Baracken an. Moment, da haben wir A. Bietet sich also beim Diner an. Dann haben wir hier P. Bietet sich also bei der Wasserversorgung an. Und nochmal P bietet sich auch bei der... Achso. P plus 1. Müssen wir mal gucken. Der hier hat C. C packen wir jetzt da rein. So, ich zoome mal kurz rein. Dann seht ihr das. Und zwar, jetzt ist es nämlich so, in den Baracken können Kinder produziert werden. Da muss man drauf achten, der Charisma-Wert muss dafür hoch sein. Je nachdem, wie hoch der Wert ist, dauert es unterschiedlich lang, bis die ein Kind zeugen. Und wenn die Frau dann schwanger ist, kann man sie trotzdem noch arbeiten schicken. Das dauert dann, ich glaube, real-time 2 bis 3 Stunden, bis das Kind geboren wird. Und nachdem das Kind geboren ist, das ist erstmal ein Kind, kann nicht genutzt werden. Das dauert dann nochmal 2 bis 3 Realtime-Stunden, bis das Kind erwachsen ist und arbeitsfähig ist. So, so viel dazu. Jetzt haben wir hier noch jemanden, der unbedingt arbeiten will. Das Problem ist, oh hier, da können wir einen packen. Die Vault ist voll. Bauen wir mehr Baracken. Okay. Machen wir. Wir haben 355 Kronkorken. Wir packen einfach eine zweite Baracke neben die Baracke. Dann seht ihr schon. Zack. Jetzt haben wir eine doppelte. Läuft. Gut. Das Problem ist gerade nur... Wir produzieren nicht genug Strom dafür. Das heißt, wir müssen nochmal einen Generatorraum bauen. Bauen daneben. Dann packen wir den Typen zusätzlich in den Generatorraum, auch wenn er gar nicht dafür geeignet ist. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr Strom produzieren. So, wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir nach oben drücken... Können wir das Tempo erhöhen? 33% Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert. Je höher diese Prozentzahl ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch dieses Tempo erhöhen ein Unfall passiert und irgendwas
Negatives an Auswirkungen hat. Aber damit das ein bisschen schneller vonstatten geht, werden wir das jetzt mal machen. Dann arbeiten die alle ein bisschen schneller. Und ist fehlgeschlagen. Das ist schon mal nicht so gut. Jetzt werden wir nämlich von Kakerlaken angegriffen. Und wir können die Kakerlaken nur boxen anscheinend. Ja. Nur ein bisschen boxen leider. Das läuft nicht so gut. Und unsere Bewohner sind auch relativ unzufrieden. So, jetzt habe ich aber das Problem, ich muss noch... Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein nicht so schöner Start. Michelle Brooks. Machen wir hier nochmal bei S rein. Okay. Hier heißt es jetzt quasi warten. Wir haben 10 Bewohner. Und da... Ja. Das Problem ist nämlich jetzt, oben sieht man die 3 Leisten. Man sieht, wie viel wir zur Verfügung haben an Energie, Essen und Wasser. Das ist quasi, wie voll die Leiste ist. Und dann sieht man da einen kleinen Strich. Das ist, wie viel wir verbrauchen, beziehungsweise wie wir brauchen. Wenn unsere grüne Leiste unter diesem Strich ist, dann färbt sich das dann gleich rot. Das werdet ihr gleich sehen. Und wenn es zu lange im roten Bereich ist, dann fallen zum Beispiel bei dem Strom, fällt dann der Strom von einzelnen Räumen aus, wodurch die Räume nichts mehr produzieren können. Und bei Essen und Wasser werden die Bewohner, ich glaube, dann unzufrieden. Das ist mir persönlich noch nicht passiert. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was da passiert. Hier, jetzt ist schon im Level gestiegen, Stufe 2. Und hier nochmal Stufe 2, sehr gut. Dadurch, dass die was tun, steigen die im Level. Einwandfrei. Und die quatschen hier immer noch. Kein Kind in Sicht. Die sind die nächsten beiden, die im Level aufsteigen werden. Und jetzt wird es langsam knapp mit der Energie. 3 Minuten noch. Ich habe 100 Kronkorken. Kronkorken vor allen Dingen. Das sind die Quests. Lager habe ich leider nichts. Das sind die Statistiken. Da kann man sehr viel an Statistiken sehen. Aber ich glaube, ich gucke jetzt mal, dass ich noch schnell... Komm schon. Natürlich jetzt echt mies. Ja, jetzt nämlich schon von den Baracken der Strom ausgefallen. Und jetzt tun die nichts mehr. Die quatschen nicht mehr miteinander. Das heißt, die können, während die Baracken ausgefallen sind, keine Kinder zeugen. Und jetzt müssen wir noch 2 Minuten ohne den Strom da auskommen. So. Können da die Liste angucken. Hier können wir zum Beispiel an der Seite sehen, hier hätten wir noch Platz für einen weiteren. Zum Beispiel, ich guck mal ganz kurz. ESSS. Komm, wir packen den mal so lange noch hier rein, damit es ein bisschen schneller geht. Denn nämlich Strom ist das, womit wir momentan, ich glaube, am meisten Probleme haben. Und hier haben wir schon die nächste Bewohnerin. Cynthia Newton. Cynthia Newton
kommt erstmal in die Baracken. Kommen ja ganz schön viele Besucher. Man sieht auch, die haben alle jetzt erstmal die Vault-Kleidung an. Aber später kann man den Anzug noch wechseln, wenn man das soweit... ja, wenn man soweit ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde jetzt gleich, wenn ich Strom bekommen habe, wenig Energie, ist ja gut. Kriege ich ja gleich neue Energie. Wenn ich den gleich abgeholt habe, werde ich mal auf den anderen Spielstand gehen und euch da zeigen, wie weit ich soweit bin. Das ist soweit jetzt erstmal der Einstieg. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. So, jetzt haben wir wieder Strom. Jetzt gucke ich nochmal hier, Unfall 44%. Wollen wir das in Kauf nehmen? Das ist eine gute Frage. Wollen wir das in Kauf nehmen? Ja, okay, probieren wir es einfach mal. Erfolgreich. Jawohl. Glück gehabt. Das bei 44% ist schon ein bisschen tricky. So. Jetzt haben wir den Tempomodus einmal erfolgreich durchgeführt. Jetzt können wir uns so eine Kiste abholen. Wenn wir genug Wasser... In 38 Sekunden können wir auch noch Wasser abholen. 32%. Oh, hier haben wir eine neue Bewohnerin. Cynthia Hancock. Und die ist... Okay. S plus 1. Minus 2. Okay, dann packe ich sie mal hier rein. Raum entriegelt. Jetzt habe ich nämlich den Lagerraum freigeschaltet, der dafür sorgt, dass wir mehr Items tragen können. Brauchen wir momentan aber noch nicht, weil wir noch gar keine Items gedroppt haben. So, jetzt machen wir hier mal kurz erhöhtes Tempo. Erfolgreich. Habe ich denn jetzt genug? Nein, habe ich noch nicht. 42%. Ah. Jetzt können wir ganz kurz die Bewohner angucken. Dann gehen wir auf Job. Und zwei Leute machen gerade Kaffeepause. Ja, Kaffeepause ist gar nicht gut. Die packen wir dann einfach mal in die Baracke rein. Und dann gucken wir nochmal. Y. Christopher Parker macht gerade auch Kaffeepause. Deswegen auch in die Baracken rein. So. Läuft. Jetzt warten wir hier noch die Minute. Genau. 350. Kostet 375. Müssen wir mal gucken. Generator. Bewohner hier, um Energie zuzuweisen. Da müssen wir noch kurz warten. Dauert einen Augenblick. 20 Sekunden. 20 Sekunden, dann können wir das soweit. 12 Bewohner haben wir. Hier kann man halt super sortieren. Status, bis wann die Bewohner fertig sind. Dann, wie zufrieden sie sind. Die meisten sind auf 85%, außer Cynthia Newton. Die ist auf 50%, aber das gibt sich schon. So, 50 Wasser. Aber komm, so, jetzt haben wir zweimal hier Vault-Tech-Kisten. Jetzt können wir gucken, was da drin ist. So, Karte. Klebeband, Schrott. Plasmagewehr, 17 bis 18. Alter, das ist eine richtig gute Waffe. 50 Energie bekommen. 100 Kronkorken. Und Donna Chandler. Nice. Richtig gute Sachen. Mädchen vom Land, S plus 4. Giddy
Jupp, Buttercup. Okay. Kronkorken 100. Und Wasser 50. Und nochmal 500 Kronkorken. Sehr, sehr gut. Hier, Strom nehmen wir mit. Dann haben wir hier... Was haben wir noch? Erreiche höhere Stufe mit einem Bewohner. Können wir uns wieder eine Kiste gönnen. Aber erstmal mehr Essen abholen. Gönnen wir uns noch eine Kiste. Schauen wir mal. Kronkorken. Raider-Rüstung. Eine Schaufel. Stimpack. Oh, jetzt habe ich leider übersprungen, aber das können wir gleich gucken. Wow. Guckt euch das an. Die ist ja mega gut. Einfach. P plus 6. Zack. Pech gehabt. So. Julie Wood ist jetzt leider in der Kaffeepause. Das liegt auch daran, dass ich keinen Platz mehr für sie habe. Sie kann nirgendwo mehr arbeiten. So, jetzt gucke ich aber mal hier. Sie hat Filmfan-Outfit. P plus 4 und L plus 1. Okay. Okay. Gut. So, gucken wir mal hier. Er hier, der Ralph Scott zum Beispiel, hat S sehr hoch. Ja, wir können dem jetzt quasi Reihenfolge, nee, Filter. Moment mal. Ich glaube, das eine ist nur für Mädchen. Mal. Mädchen vom Land, S plus 4. Ja, okay, nehmen wir. Nehmen wir. Sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt der Ralph Scott. Der Ralph, oh nee, Moment. Ralph Scott. P plus 1, A plus 2. Hier braucht man A. Okay, müssen wir mal gucken. Hier ist A am höchsten. Da, Moment. Nicht da, da. So, zack. Kriegt er die Raider-Ausrüstung. Das Wichtige hier oben ist, die hier oben sollten die Waffen haben. Plasmagewehr. Ui. Und der kriegt die Seitenwaffe von Wild Bill. Das Problem ist nämlich, später gibt's... Okay. Später. Sammle 100 Wasser. Das erste Kind wird gezeugt. Ui. Uiuiuiui. Und Stufe erhöht. So, jetzt kann ich da oben wieder was abholen. Mal gucken, was diesmal ist. Und Mikroskop. Maßbekleidung. E plus 4. Stimpack. Kronkorken. Tunnelschlangen auf. What the fuck? P plus 2, E plus 1, C plus 2, A plus 2. Nice. Definitiv sehr, sehr geil. Filter alle. Okay, ich glaube, das eine Outfit, was ich gerade bekommen habe, ist nur für Dingens. Aber jetzt gucke ich erstmal was anderes. Ich baue einen weiteren Generator. Und zwar den dritten. Ja. Dann baue ich ein weiteres Diner. War hier. Dann baue ich eine weitere Wasserbehandlung. Und zwar hier. Und dann baue ich auch noch weitere Baracken. Und zwar genau da. Dann sieht man drei Räume nebeneinander. Läuft. So, die Miss ist schon schwanger. Das heißt, ich kann sie ohne Probleme hier zum Beispiel zum Strom produzieren schicken. Und sie kann dann trotzdem weitermachen.
Dann muss ich mal gucken. Also, wir gucken mal nach Job. Kaffeepause, Julie Wood. P ist am höchsten. P, also Wasser produzieren. Ja. Gut. Der ist nicht... Die beiden unterhalten sich. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich vermehren. Das heißt, ich packe jetzt zum Beispiel hier A einwandfrei. Dann ist der da auch zu was nütze. Gut, können wir weiterbauen. Weiterbauen, weiterbauen. Ich gucke jetzt erstmal hier. Nicht Tempo, sondern ausbauen, verbessern. 500 kostet das. 500 kostet das. Wir können ganz kurz mal in unser Lager gucken. Outfits. Maßbekleidung und Tunnelschlangen-Outfit können wir vergeben. Dann gucken wir mal hier oben. Der hier hat noch kein Outfit. Der kriegt... Komm, Maßbekleidung. Und der hier bekommt E plus 2, A plus 2. A plus 2 ist super. Kriegt das Outfit. Waffen habe ich leider keine neuen dazu bekommen. Sammle 100 Wasser. Gut. Dann schauen wir nochmal ins Lager rein. Haben wir alles verbraucht. Den Schrott können wir später verwenden, um Waffen und Ausrüstung herzustellen. Aber das erst als später im Spiel. Gut. So viel dazu. Hier kann man jetzt auch nicht mehr so viel machen. Außer hier zum Beispiel steht das hier Diner. Zack. Bauen wir noch ein drittes Diner. Gut. Und eine dritte Wasserbehandlung. Bam. So, jetzt haben wir drei große Räume. Hier könnten wir theoretisch noch den Lagerraum benutzen und den hier hinbauen. So. Da wäre noch Platz. Aber das brauchen wir nicht. Erstmal. Gut, jetzt haben wir alle Räume gebaut, die wir bauen können. Das sieht auch sehr ordentlich aus. Wenn ich sowas baue, versuche ich sowieso, dass es immer schön ordentlich aussieht. Das Problem ist, später wird es echt unübersichtlich. Guckt euch das an, wie viel uns zur Verfügung steht. Oh, so, 13 Bewohner haben wir. Wir haben alle soweit einen Job verteilt. Und ja, das wäre der Anfang. Das wäre der Anfang. Jetzt gehen wir auf. Die Tipps sind aus, das ist schon mal super. Spiel gespeichert. Dann gehen wir ins Hauptmenü. Und dann zeige ich euch kurz meinen anderen Spielstand. Und dann stellt sich die Frage, wollt ihr mehr sehen? Oder... Genau, wollt ihr mehr sehen? Und ihr wollt laden. Wollt ihr mehr sehen? Und welchen Spielstand soll ich weiterspielen? Soll ich jetzt den, wo wir jetzt quasi, wo ihr das gemeinsam mit mir gesehen habt, wie alles soweit aufgebaut wird? Soll ich da dann weitermachen, wenn ich denn damit weiterspiele? Oder soll ich den Spielstand weitermachen, wo ich schon weiter bin? Das Problem ist, also hier... Das wird euch wahrscheinlich ein bisschen verwirren. Ich sammle jetzt mal kurz hier alles ein. Okay, erledigt. So, ich habe 34. Hier habe ich 34 Bewohner. So, ich erkläre euch das mal alles kurz. So, die Vault-Tür habe ich schon einmal verbessert. Die sorgt dafür, wenn ein Raider-Angriff kommt, also wenn unser Bunker attackiert wird, dann dauert es ein bisschen länger, bis sie durch die Tür kommen. Dann habe ich hier oben eine Waffenwerkstatt. Die kann ich aber noch nicht benutzen, weil ich noch keine 45 Bewohner habe.
Seltene Waffen kann man erst herstellen, wenn man 45 Bewohner erreicht hat. Dann habe ich hier eine Muckibude. In der Muckibude kann ich von Charakteren die einzelnen Spezialsachen aufwerten. Und in der Muckibude zum Beispiel wird der S-Wert erhöht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Dann habe ich hier ein Sportstudio. Da wird der A-Wert erhöht. Dann haben wir hier die Residenz. Das ist eine ausgebaute Baracke. Also bis aufs Maximum ausgebaute Baracke. Hier habe ich zwei Charakter drin mit einem erhöhten C-Wert. Dann zum Beispiel hier habe ich ein Haustier bekommen. Ein Haustier, was dafür sorgt, dass die Kinder von dem Typen, der das Haustier benutzt, oder der Frau, die das Haustier benutzt, die haben auf die Special-Werte ein Wert, also ein Extra-Punkt überall drauf. Das ist schon mal ganz praktisch. So, dann haben wir... Das ist mein höchster Charakter, Level Stufe 42. Den habe ich immer auf Expedition geschickt. Mal hier, alles mitnehmen. Hier Stufe erhöhen. Genau. So, dann haben wir hier die Cafeteria. Das ist quasi das Diner komplett ausgebaut. Dann haben wir die Wasserbehandlungsstation. Die ist noch nicht komplett ausgebaut. Das könnte ich eigentlich noch machen. Ja, mache ich jetzt mal. Oh, sehr gut. Jetzt seht ihr das sogar. Hier ist ein Raider-Angriff. Während eines Raider-Angriffs kann ich jetzt zum Beispiel... In der Muckibude ist nur der Typ drin, ja? Ich könnte jetzt zum Beispiel... allen sagen... Ja, toll. Passt. Während des Angriffs kann ich meine ganzen Bewohner quasi in die anderen Räume schicken. Aber das ist jetzt schon ein bisschen zu spät. So. Der Muckibude. Komm, der kriegt hier Kaliber und der kriegt Militärbekleidung. So. Drei Raider. Oh, verbessertes Luftgewehr. Oh, den hat es aber ganz schön erwischt. So. Da ist der letzte. Also eigentlich sollte man darauf achten, dass man hier zum Beispiel bei der Walltür sehr starke Charakter hinpackt mit starken Waffen, um die Walltür besser zu verteidigen quasi. So, der ist immer noch auf... Wo ist denn der Typ jetzt? Jetzt aber. Ja, jetzt habe ich alle erledigt. Und das Gute ist, wenn man während des Angriffs die Charakter alle so umverteilt, dann laufen die nach dem Angriff automatisch zurück in ihre Bereiche. Das heißt, ihr könnt quasi, wenn ihr genug Zeit habt, während eines Raider-Angriffs eure Charakter alle zur Verteidigung schicken und nach dem Raider-Angriff landen die dann wieder in ihren Räumen. Okay, ich war hier bei der Wasserbehandlungsanlage. Raum ist maximal verbessert. Dann haben wir das Depot. Das ist ein verbessertes Lager. Dann haben wir hier das Kraftwerk. Das ist auf Maximum verstärktes Elektrizitätsbeschaffungszeug. Haben wir hier die Krankenstation. Die produziert quasi Heilmittel. Dann haben wir das Aufseherbüro, bei dem man Quests bestreiten kann, die gewisse Zeit dauern. Und die Quests sind ganz witzig.
Wenn ihr die sehen wollt, gerne unten in die Kommentare schreiben, dann machen wir das mal. Da bekommt man auf jeden Fall gute Sachen und es ist ganz cool, da kann man andere Bunker quasi auskundschaften bzw. erkunden. So, hier haben wir ein paar Stufen. Gut. Dann haben wir hier das Forschungslabor. Hier werden Stem-Packs hergestellt. Die werden benötigt, um... Ja, von wenn Charakter radioaktiv verstrahlt sind, kann man das heilen. Ja, genau. Dann haben wir hier den Radiosender. Der sendet in gewissen Abständen Signale, um neue Bewohner anzulocken. Dann haben wir hier die Baracken nochmal. Dann hier nochmal ein Generator, weil ich ziemlich viel Strom brauche. Lagerraum nochmal. Und hier haben wir eine Outfit-Werkstatt. Dafür braucht man 55 Bewohner. Und das kann ich halt noch nicht machen. Und wenn man hier so guckt, ich kann halt noch hier Waffenlager. Waffenlager, Klassenzimmer, Outfit-Werkstatt. Also Waffenlager und Klassenzimmer kann ich noch bauen. Damit kann ich halt die anderen Werte verstärken. So, das war jetzt knapp 40 Minuten Informationsinput ohne Ende. Wenn man so ein, also Fallout Shelter ist so ein Spiel, was man eigentlich ganz gut nebenbei spielen kann. Später läuft halt viel über Zeit. Also, man kann zwar viele Sachen gleichzeitig machen, aber irgendwann ist man an einem Punkt, wo man warten muss. Jetzt zum Beispiel kann ich nichts einsammeln. Ich müsste im Endeffekt einen Charakter losschicken auf Expedition. Oder hier Quests machen. Aber da muss man auch erstmal warten. Auf Expedition bleiben die dann so lange, bis sie was finden. Oder halt sterben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Seht ihr irgendwo einen Typen? Ich sehe nämlich nicht. Nee. Es kommt manchmal ein Ton und dann kommt ein Spion. Wenn man den Spion in einem Raum findet, dann gibt es Punkte. Aber je mehr Räume man hat, desto schwieriger ist es natürlich, den zu finden. Gut. Ich würde sagen, das waren jetzt genug Informationen. Wenn euch das Spiel gefällt, wenn euch das, was ich jetzt alles erzählt habe, weitergeholfen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Würde mich mega freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ab in die Kommentare damit. Würde mich interessieren. Und wenn ihr Tipps für andere habt, dann könntet ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Also alles rund ums Spiel gerne unten in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinen anderen Videos oder vielleicht in der nächsten Folge. Mal schauen. Haut da rein. Ciao.